Herren, entfernen Sie dieses frivole Bild von meinem Boden! Ich sage dir, ich vergib's nicht dir! Nehmen Sie Zigaretten aus dem Mund, wenn ich mit Ihnen rede! Ich rede ja gar nicht mit Ihnen! Richtig so. Die Lola liebt sie. Die Lola liebt sie nicht. Zwei, drei, ein, ein! Ich bin die fesche Lola, der Liebling der Saison. Ich habe ein Pianola zu Hause. Ich bin der von dem Etablissement. Wir sind doch alles die gleichen. Ich suche die Künstlerin Lola Fröhlich. Ihre Schüler? Haben die besseren Manieren als sie? Wer ist das? Seit wann kennen Sie die Lola? Ich habe sie hier noch nie gesehen. Professorin. Also, nachdenken, Fräulein. Vorwärts. Schön sitzen bleiben, Professorin. Ja, das Andenken. Bis morgen. Wünsche sind nur schön, solange sie unerfüllbar sind. 300 Stutz kann er geben, wenn die mit einer Sturm brennen. Wenn Sie mich einmal ein bisschen glänzen. Was will eigentlich so ein Studierter vom Gymnasium mit so einem armen Mädchen wie mir? Läuft mir sein Zitter in dir? Schön rund! Sagen Sie doch ein bisschen lieb zu mir! Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt. Und sonst gar nichts. Rufen wir zusammen! Gibt's Champagner? Raus! Aber sofort! Gott, eigentlich noch! Mal, Professor? Du Unverschämte, Syrodi! Will der Lehrer das so machen? Und ich auch! Du hast meine schon lange kein junges Mädchen mehr, Mann. Ich hole dich da raus! Kinder, heute Abend, da such ich mir was aus. Einen Mann, einen richtigen Mann. Lola. Sag doch du. Der Schafsäckel! Meine Lola mit deinem Nest! Herr Kollege, wartet Sie. Sie soll nur noch ein bisschen mehr als 20 sein. Und schauen, bis sie in ein paar Jahren sind und spielt man das auf der ganzen Welt. Genau! Vor der Kaserne, vor dem großen Tor. Herr Professor! Würdest du von mir das Gebinde, das Geschenk annehmen? Von Herzen gern. Das ist ein Wort! Also, herzliche Gratulation! Jetzt wird gefeiert! 3, 1, 1! Voilà! Glückwunsch! Und wenn du das so machst, dann machen wir doch das so! Ich bin jung. Ich muss noch etwas erleben. Das ist doch kein Leben. Jetzt hält mal die Luft an. Ja genau, das mache ich. Frag nicht so blöd. Und bildet Saupack. Solltest wirklich besser zu dir schauen. Punkt ausgesehen. Ich geh. Jetzt ist fertig mit Fäulenzen, Herr Professor. Du kannst alles verlangen von mir, aber das nicht. Augen zu und los. Gott sind die Menschen doch sentimental. Sie machen sich selber die Liebe zur Qual. Wer wird denn weinen, wenn man auseinander mit einander nächsten Ecke schon ein anderer steht? Der Nächste wird bestimmt genauso reizend sein. Hey,
Hat jeder gesehen? Ja. Der Professor Immanuel Rath! Bravo, bravo! Hick, Macht selige Stunde.